Nachhinein sehen, ihr habt ein bisschen was verpasst, nicht viel. Und zwar, ich bin bis zu Etta gerannt und jetzt geht's gerade um die Suppe von Farim. Wir sollen ihr einen Haufen Rezepte bringen und Haufen Materialien bringen und dementsprechend schauen wir. Mir geht's gut, danke Pappe. Und wie geht's dir? Alles fit? Jetzt weiß ich wenigstens, jetzt ist einer da, der mit mir redet, ne Pappe? Zum Sonntag so früh wach? Moin. So, kannst du mir noch eine Suppe bringen? Danke fürs Speichern, Koch. Was kannst du mir über die Stadt sagen? Die meisten Bürger der Stadt haben Angst vor Dieben. Deshalb ist es keine gute Idee, fremde Häuser zu betreten. Ach. Aber wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, kannst du gerne in meiner Hütte schlafen. Ich habe noch ein Bett frei. Hast du keine Angst vor Dieben? Das einzig Wertvolle, was ich je besaß, ist mir schon genommen worden. Meine Würde. Meine Innos-Statue wurde mir gestohlen. Ja, aber jetzt mal ehrlich, wen interessiert eine Innos-Statue? Hier, die habe ich schon. Ich habe hier eine Innos-Statue für dich. Vielen, vielen Dank. Möge Innos sein Licht über dich strahlen lassen. Nee, behalt dein Innos-Licht. Wer will denn dieses komische, vergammelte Innos-Licht? Für Belia. Kevin, einen wunderschönen guten Morgen. Ich rede mit dir. Oh je. Hast du heute Zeit, Pappe? Machen wir heute uns einen schönen Gothic-Tag. Für Innos. Oh Gott. Mein Chat brennt also für Innos. Hab ich mal bitte ein paar da, die auch mal für Belia sind? Was ist mit euch los? Komischen Feueranhänger. Guck mal, da draußen ist es jetzt schon heiß genug. Bei uns sind draußen schon fast 20 Grad. Und das im Anfang Juni. Ach du Scheiße, wie soll's denn... Leute, jetzt mal ehrlich, wie soll denn das im Laufe des Jahres werden? Im Laufe des Sommers. Ich hab Angst, wie heiß es dann im Juli ist. Echt, jetzt mal ohne Mist. Uiuiui. Für die heilige Fleischwanze. Hast du schon rum? Zeig mir deine... Nee, den müssen wir erst besorgen. Ach, dammit. Ja gut, weil ich will gerne schnell das Rezept haben, denn wenn es noch so ist wie damals, wie gesagt, wir spielen ja die neuesten Betas, aber wenn es so ist wie ganz, ganz damals, als wir irgendwann vor Ewigkeiten mal Returning gespielt haben, kriegt man da dann von Farim ein Buch, dass man mehr Fische fangen kann und erst dann fange ich an mit Angeln. Und Angeln ist eine gute Geldquelle, nicht wahr, Kevin? Ich sag nur 2000 Tage. Daran werde ich mich immer erinnern. Immer und immer und immer. Gut, naja gut, dann können wir das derzeit nicht machen. Ist jetzt auch nicht schlimm. Ja, dann geht's zu Larus. Ne? Bis 13:30 hast du Zeit. Ja, und was ist mit den anderen vier? Achso, ja, für meine lieben Patreons nochmal. Am Dienstag werde ich einen Gaming-Stream für euch machen. Da spielen wir Diablo 4 und ihr kriegt noch eine Abstimmung, ob wir am Mittwoch Warhammer oder Diablo 4 spielen. Den einen Nicht-Gothic-Tag in der Woche, wisst ihr. Und ja, da will ich einfach mal wissen, ob ihr Bock drauf habt oder nicht. Gehörst du wirklich? Ja, ich glaub das schon, dass ich das machen werde. Oder was meinst du? Mit eigenen Augen gesehen hätte. Hi Laris. Spielt jetzt Laris Türwächter? So ein bisschen, ne? Warte mal, wir holen erstmal Geld von Cardiff. Achso, wait. Wegen diesem Typen vor deiner Taverne. Ja? Gibt's was Neues? Ich habe mit ihm Klartext geredet und er hat mir versprochen, in Zukunft die Finger von deinen Kunden zu lassen. Das sind doch ausgezeichnete Neuigkeiten, mein Freund. Danke. Mehr als das. Danke. Ich glaube, dass mir deine Dienste sehr nützlich sein werden. Lass uns für den Anfang die Bedingungen deiner Arbeit klarstellen. Wie viel ist mir die Sache wert? Ich denke, dass 10 Goldmünzen pro Tag genügen sollten. Ich will mehr. Nicht schlecht. Na, das will ich doch meinen. Was? Lass dich nur von Zeit zu Zeit bei mir blicken. Vielleicht habe ich dann kleinere Aufgaben für dich. Das wäre im Grunde schon alles. Und noch etwas. Ja. Nimm deinen Anteil für den heutigen Tag mit. Du hast es dir ehrlich verdient, als du die Sache mit Mo geklärt hast. Was? Ich will aber mehr Gold. Was sind denn 10 Gold? Damit kann ich mir den Hintern abwischen. Oder? Boah, Leute, buh. Dir auch vorher sagen können. Ja, dann hättest du mir das vorher sagen können, dann hätte ich das nicht gemacht. Alles ist ich meine, gut, 10 Gold pro Tag fürs Nichtstun ist jetzt nicht verkehrt, aber es ist immer noch wenig. Tja, im Sommer kommen sie alle an, diese Adanos-Hater. Ich bin kein Adanos-Hater, wenn, dann mag ich nur einen von der Truppe nicht und das ist Satoras. Die restlichen Wassermagier sind mir so egal. Die sind teilweise richtig cool, aber Satoras versaut halt alles. Kevin, bin ich ehrlich. Ich glaube halt einfach, dass er die Plage ist, die von noch uns einer unbekannten Gottheit geschickt worden ist, einfach um alle zu geißeln. Egal ob Adanos-Anhänger, Innos-Anhänger oder Belia-Anhänger. Und der hat sich bei den Wassermagiern verkrochen, um sowas wie um eine Art diplomatische Immunität zu bekommen, wisst ihr? Weil die Wassermagier sind ja so eine Art Schweiz in Gothic, sind wir mal ehrlich. Vatras schickt mich. Er sagt, ich soll zu dir kommen, wenn ich Hilfe brauche.
Ach, bei Vatras warst du also auch schon. Natürlich. Du musst ja einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen haben. Sonst hätte er sicherlich nicht so bereitwillig meinen Namen genannt. Vor allem nicht, weil die Sache mit den verschwundenen Leuten immer noch nicht geklärt ist. Sag mir, was du brauchst. Was heißt denn immer noch nicht? Wir sind doch gerade erst angekommen. Es ist immer noch nicht geklärt. Wow. Ja, von oben nach unten. Alles, Leute, alles. Vatras gab mir dieses Ornament für dich mit. Er sagt, er soll zurückgebracht werden. Ach, natürlich, es bleibt mal wieder an mir hängen. Hätte ich mir ja denken können. Ich muss damit über die halbe Insel rennen, um es den Wassermagiern zu bringen. Mimimi. Ich werde das Ornament für dich hinbringen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es selbst überbringe. Aber du könntest mich begleiten. Doch ich komme hier im Moment nicht weg. Ich muss den Hafen im Auge behalten. Ich glaube, dass Begleiter in der Returning nicht mehr unsterblich waren. Das heißt, weiß ich nicht. Laris, will ich dich mitnehmen oder nicht? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es echt noch nicht. Was genau machst du hier im Hafen? Darüber kann ich nicht reden. Vatras würde mir den Kopf abreißen. Aber ich komme doch von Vatras. Was hast du eigentlich mit Vatras zu schaffen? Ich habe da so ein kleines Abkommen mit den Wassermagiern, verstehst du? Was für ein Abkommen? Wir arbeiten für sie und sie sorgen dafür, dass wir keine Probleme aufgrund unserer Vergangenheit in der Sträflingskolonie haben. Du redest vom Ring des Wassers? Du hast schon davon gehört? Vatras hat mir davon erzählt. Sag das doch gleich. Laris kommt immer so wie so ein großer Bruder rüber, oder? Alle anderen sind meistens so ein bisschen von oben herab und Laris kommt einfach wie so ein richtig lieber großer Bruder rüber. Ich mag den. Speichern. Und Kaffee mag ich auch. Lynn, danke fürs Speichern. Danke. Erinnerst mich nach dem Dialog bitte direkt nochmal dran. Wär lieb, danke. Komm, wir probieren es nochmal jetzt. Was genau machst du hier im Hafen? Ich mache das, was alle von uns tun. Ich erledige die Aufgaben, die mir die Wassermagier auftragen. Einige der vermissten Leute sind Fischer. Sie sind mitsamt ihren Booten verschwunden. Deswegen stehe ich hier und beobachte den Hafen. Vielleicht tut sich da noch was. Aber du kannst mir helfen. Pass auf. Ich gebe dir meinen Aquamarinring. Er ist das Erkennungszeichen des Rings des Wassers. Wenn du meinen Ring trägst, werden die anderen von uns erkennen, dass du für mich unterwegs bist. Besorg mir eine Ablösung, damit ich das Ornament zurückbringen kann. Einer von uns hält immer den Marktplatz im Auge. Ich weiß aber nicht, wer das im Moment macht. Sprich am besten mit allen, die dort rumstehen. Wenn der richtige Mann meinen Aquamarinring an deinem Finger sieht, wird er sich dir zu erkennen geben. Sag ihm, dass er für einen Ersatz hier am Hafen sorgen soll. Naja, sprich mit allem, aber nur mit Männern. Der richtige Mann mit 2 N. Also hier, ne? Also ist ja schon mal die Hälfte der Leute raus. Wobei, in Gothic 2 gibt es ja die meisten Frauen, ne? In Gothic 1, wie viele Frauen gibt's? Das kannst du wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Ich glaube, das sind 4. Ne, warte mal, wie viele Frauen gibt's denn in Gothic 1? Die beiden Mädels von Gomez? Die beiden Mädels von Chor. Wie heißt er nochmal? Kalom? Nee, nicht Kalom. Wie heißt er? Oh Gott, wie hieß denn der? Scheiße, wie peinlich. Der Chef vom Sektenlager. Iberion, danke, stimmt. 3 bei Gomez? Guten Morgen, grüß dich. 3? Ach stimmt, Velaya wird ja mit reingehauen. Er hatte ja vorher schon 2 und Velaya wird ja reingehauen noch. Ja, ja. Stimmt, es sind 5. 2 am Wedeln, 1 am Baden. Er meint Luft zu wedeln. Es geht hier um Luft und um nichts anderes, meine lieben Kinderchen. Heieieiei. Ja gut, 5 Mädels gibt's. Ja, und da gibt's in Gothic 2 ja deutlich mehr. Und im Vanilla Gothic 3 gibt's ja deutlich weniger. Ja gut, wie viele Frauen gibt's in Gothic 3 Vanilla? Ich glaube so gut wie gar keine. Ja, so mit Palmwedeln zur Ventilation. Ja. So, wir lenken einfach mal ganz gekonnt ab. Ich sag erst nochmal zu allen guten Morgen, die neu rein sind. Schön, dass ihr da seid, Hallöchen. Und weiter geht's. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Und was genau schwebt dir da vor? Welches Material benötigst du? Ich brauche Geld. Ich brauche Geld. Das brauchen wir alle. Soll heißen, ich kann dir nichts geben. Ach. Aber Lemar, der Geldverleiher, schuldet mir noch einen Gefallen. Geh zu ihm und leih dir das Geld, das du brauchst. Den Rest regle ich dann schon.
Du findest Lema im Hafenviertel an der Grenze zur Unterstadt. Okay. Wir sammeln jetzt erstmal die Quests vom Hafenviertel ein. Das sind ganz schön viele. Zumindest die wir jetzt machen können, sammle ich jetzt ein. Und die erledigen wir am Stück, würde ich sagen, oder? Guten Morgen, Kellogg's, grüß dich. Hi, schön, dass du da bist. Vatras sagte, du könntest mir helfen, ja. Vatras sagte, du könntest mir helfen, mich einer Gemeinschaft anzuschließen. Keine Lust, den Leuten ihren Arsch hinterherzutragen, was? Nee. Alles klar. Ich verstehe, was du meinst. Ich kann meinen Einfluss bei den Söldnern geltend machen, wenn du dich Lee anschließen willst. Sicher werden wir auch einen Weg finden, dich schnell im Kloster unterzubringen. Aber das Einfachste ist es sicherlich, wenn du dich der Miliz anschließt. Welche Gemeinschaft ist dir lieber? Miliz. Wer will sich denn der Miliz anschließen, freiwillig? Ja, mir geht's gut, danke. Und dir? Alles fit? Wir werden heute... ob wir es wohl heute schaffen, Nekromant zu werden? Wir haben ja noch 8 bis 10 Stunden vor uns. Ich hoffe mal. Ich hoffe es echt. Ich glaube, wir nehmen hier die Feuermagier. Die Feuermagier. Ich schätze, damit hatte Vatras nicht gerechnet. Sonst hätte er dich gar nicht erst zu mir geschickt. Wenn du ins Kloster willst, dann wird das teuer. Die Jungs lassen dich gar nicht erst rein, wenn du ihnen nicht einen Tribut zahlst. Und der Einzige, der daran was ändern könnte, ist Vatras selbst. Sprich am besten nochmal mit ihm drüber. Ja, machen wir. Verschwundene Leute? Wegen der verschwundenen Leute. Erzähl mir, was du weißt. Erzähl mir, was du weißt. William, einer der Fischer hier in Korinis, war der Erste. Eines Tages kam er einfach nicht mehr nach Hause. Erst hatten wir vermutet, vielleicht, dass er mit seinem Boot draußen auf dem Meer einem dieser Seeungeheuer zum Opfer gefallen ist. Aber kurze Zeit später verschwanden noch mehr Bewohner der Stadt und Umgebung. Es scheint jedoch keine Methode dahinter zu stecken. Bisher sind alle völlig ratlos. So wie es aussieht, müssen wir abwarten, bis wir über einen Hinweis stolpern. Ja, okay, alles klar. So, gut, dann haben wir das auch und dann können wir loslegen. Du hast zu lange Diablo gespielt. Ja, wie gesagt, ich lasse eine Abstimmung jetzt bald machen. Ich denke, wahrscheinlich morgen oder so im Discord. Also im Patreon-Discord. Da können die Leute abstimmen, ob wir am Mittwoch entweder Warhammer... Danke, Leute. Ja, vielen Dank. Ob wir entweder Warhammer am Mittwoch spielen, Total War Warhammer 3 in Abend... Oder eine Nacht, besser gesagt. Oder eine Nacht Diablo 4. Jetzt zum Release, wie gesagt, nicht, mit gutem Grund. Aber sobald der offizielle Release ist, habe ich Lust drauf. Oh, warte mal, ich muss mal kurz an der Kamera was ändern. Mich stört oder was? War gewaltig. Ich rutsche gerade immer weiter rüber, weil sie heute nicht richtig eingestellt war. Eieiei. So, ja, wo war ich gerade? Ja, guck mal besser. Wo war ich gerade? Ach ja, genau. Ob wir halt am Mittwoch D4 spielen oder halt nicht. Auf jeden Fall im Patreon-Stream wird es am Dienstag Diablo 4 geben und ich bin gespannt. Keine Sorge für die Bock auf Gothic 2 haben, Freitag und Sonntag. Nö, kommt ja trotzdem. G2 weiter. So. Vielleicht, warte mal, weiß er noch was? Aber wir haben doch schon mit ihm geschwätzt, ne? Hey, du. Ja, genau, wir hatten mit dem schon alles eigentlich. Obwohl, hatten wir das mit den vermissten Leuten? Kannst du was über die... Mein Freund William... Ja, hatten wir schon. Nee, hatten wir nicht? Sorry. Dein Kumpel William ist verschwunden? So ist es. Er ist zwar Fischer, aber schon ein wenig Größenwahnsinn. Das muss ich dazu sagen. Er hätte sich eben nicht mit diesen Typen einlassen sollen. Ach, warum denn nicht? Von welchen Typen redest du da? Ich weiß nicht, wer sie sind oder was sie hier in Korinis wollen. Ich kenne nur die Stelle, an der sie sich mit William getroffen haben. Ich habe William dort nur zufällig gesehen, als ich in der Bucht beim Fischen war. Siehst du, und genau wie der Pappe, das macht es bei uns ist eigentlich üblich, dass wir uns gegenseitig morgens begrüßen, ihr Lumpen und Lumpininnen. Buh, Pappe, weißt du, ich bin stolz auf dich, Junge. Das ist schön. wo genau ist die Stelle, wo ihr euch getroffen habt? Oh, wir brauchen noch eine Karte, fällt mir ein, ne? Wo genau ist denn diese Stelle, Verdammt, wo sie sich getroffen haben? Auf der gegenüberliegenden Seite vom Hafen, von hier aus in Richtung Norden, ist eine Bucht. Man kann sie nur mit dem Boot erreichen. Oder man schwimmt dorthin. Dort gibt es einen Strand und ein kleines Fischerlager. Da habe ich sie gesehen. Ja, das reicht schon. Ich denke, ich habe genug gehört. Mach dir keine Mühe. Ich glaube nicht, dass du ihn findest. Wie er komplett so pessimistisch direkt ist, ne? Komplett pessimistisch, der Mann. Geschenkt. Sie lieber zu, Pappe, dass du an ihm bleibst. Dankeschön.
906 Subs hat er verschenkt. Pappe, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Kevin, viel Spaß einmal mehr. Pappe, danke schön. Der Hoffnungsträger des Teehauses. Faustkämpferring Konstantino. Warte mal, wir können die Ringe gerade anziehen. Ihr habt gesehen, ich habe die andere Rüstung angezogen. Und wir haben noch ein Buch zum Lesen, nämlich Die Grundlagen des Schmiedens. Interessant. Für die, die früher schon Returning gespielt haben, es gibt jetzt für alle Berufe und für fast alle grundlegenden Sachen, Bücher, ne? Die Grundlagen des Schmiedens. Jede Waffe, ob Schwert oder Streitkolben, hat einen Schlagteil, der normalerweise aus Rohstahl gefertigt ist. Stahlrohlinge werden aus Eisenerz verhüttet. Normalerweise braucht man 3 Stück Eisenerz pro Knüppel. Die Verhüttung von Eisenerz ist eine wichtige Fähigkeit in unserem Geschäft, sowie der Schwertkampf für die Miliz. Eisenerz wird in den Minen von Korinus abgebaut, aber auch das erfordert die nötige Geschicklichkeit. Manchmal wird das Erz zu Stahlblöcken geschmolzen, aber solche Blöcke können immer zu Knüppeln geschmolzen werden. Waffen von hoher Qualität können neben Eisen und Stahl auch andere Ressourcen erfordern. Paladine zum Beispiel bevorzugen Schwerter, die magisches Erz enthalten. Eieieiei. Diese Paladine wieder. Diese Palas wieder. So, da würde ich sagen, das haben wir jetzt alles. Wir haben schon die Kohle für den einen. Ah, warte mal, wir können unseren Kogin rausholen. Kogin, du darfst ab jetzt wieder looten. Du darfst ab jetzt... Der Kogin darf jetzt wieder looten, oder? Ja, ich würde mal sagen, dann gehen wir mal weiter gucken. Oder angeln wir vielleicht doch schon? Nee, komm. Nee, jetzt noch nicht. Beim Martin waren wir auch schon, beim Proviantmeister. Loot, all mein Loot. Das sind alles deine Farben, ne, Kogin? Loot sind alle meine Farben. Ach, warte mal. Für ihn sollen wir auch Aufgaben erfüllen, glaube ich? Oder? Hey, brauchst du Fisch? Bei mir bekommst du Fisch ganz frisch aus den Tiefen des Meeres. Ja, vor allem Muscheln. Hast du Arbeit für mich? Denke schon. Ich brauche dringend Muschelfleisch. Die Leute kaufen das gerade wie nichts anderes auf. Wenn du mir also helfen willst, dann geh an den Strand, sammel Muscheln und bring mir etwa 10 Muschelfleisch. Ich kann 10. dir leider nicht viel Gold dafür anbieten. Aber ich werde dir nicht schuldig bleiben. Abgemacht. 10 Stück will er, der Lump, okay? Zeig mir. Hat er noch irgendwas Interessantes? Herstellung von Leben? Naja, nee, nicht wirklich. Aber er hat Schnappes ein. Eine Angel. Hab ich aber schon, oder? Ja, guck mal. Ja, eine Angel brauchen wir später, auf jeden Fall. Oh, ich habe schon 106 Fackeln, cool. Warte mal, wir haben einen Haufen Muscheln schon. Wollte er die Muscheln oder will er wirklich das Muschelfleisch? Ich glaube, er will wirklich das Fleisch, ne? Kannst du was über die vermissten Leute erzählen? Gucken wir gleich mal. Vermisste Leute? Das ist ein Hafen hier, Kollege. Da passiert schon mal sowas. True. Die See ist tückisch. Da kommt schon mal der eine oder andere ums Leben. Damit die Mannschaft wieder komplett ist, heuert der Kapitän von einem großen Schiff in einer Hafenstadt wie Korinis wieder neue Seeleute an. Wenn er keine Freiwilligen findet, dann wird der eine oder andere auch mal mit Gewalt an Bord gebracht und ist dann einfach weg. Ihr werdet lachen, genau das ist wirklich damals teilweise in den Häfen passiert, ne? Wenn im Schiff Besatzung gefehlt hat und die konnten keine anwerben, ist es wirklich vorgekommen, dass im Hafen Leute verschleppt worden sind und bist du einmal draußen auf dem Meer, was willst du machen? Willst du sagen, ne, ich arbeite hier jetzt nicht mit, ja, wirst du Kiel geholt, viel Spaß dabei. Er hat zumindest Muschelfleisch gesagt, ne, ja. Aber wir gucken gleich mal, warte mal. Lass mal schauen. Das Tagebuch wurde ja richtig gut aufgeräumt im Verhältnis zu früher. Er bat mich, 10 Muschelfleisch zu sammeln. Muscheln und Austern sind am Strand direkt am Wasser leicht zu finden. Wenn ich sie öffne, kann ich das gewünschte Fleisch darin finden. Warte mal, wir safen hier mal. Nicht, dass das irgendwie eine... Ja, lieber safen. So, warte mal, wir haben ja einen Haufen Muscheln. Schwefel... Wir hatten doch gerade einen Haufen Muscheln. Wo sind die alle hin? Ach da. Es wäre cool, wenn man die alle auf einmal aufmachen könnte, ne? So, 1, 2, ja, machen wir gleich, danke, Lynn. 3, 4, 5. Leute, einmal einen Applaus für Lynn und Koch, die das Speichern übernehmen. Leute, vielen Dank. 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ah, schön, wir haben schon alle. Sehr geil. Ja, vielen Dank, Papa, vielen Dank.
Aber wir machen jetzt alle auf, oder? Komm, wir machen alle auf. Aber wir hatten wirklich nur Muschelfleisch, ne? Nicht eine Perle oder so. Schade. Okay, pass mal auf. Wie viel Muschelfleisch haben wir jetzt? Wir haben 17. Einmaliger Bonus bei 10 gegessenen Muscheln. 3 Leben und 1 Intelligenz. Oha, wir müssen Muscheln futtern, Leute. Ja, hier. Hier ist dein Muschelfleisch. Gut. Ich werde dir 5 Goldmünzen für jedes Stück geben. Insgesamt also 50 Goldmünzen. Ich hoffe, du bist zufrieden. Natürlich. Natürlich. Ja, ich... Hör mal, Kumpel, falls du zufällig noch mehr Muschelfleisch finden solltest, dann werde ich es gerne von dir abkaufen. Oh. Interessiert dich vielleicht auch noch etwas anderes? Vielleicht. Weißt du, ich habe nicht das Gold, um einen Muschelfischer zu bezahlen. Also würde ich dir Muscheln direkt abkaufen. Wenn du Glück hast, ist sogar eine schwarze Perle mit dabei. Ja, aber wie ist denn das jetzt? Achso, er würde mir die Muscheln öffnen. Okay, alles klar. Das heißt, ich kann bei ihm Muscheln und Perlen kaufen, aber wir müssen aufpassen. Wenn es so ist, wie ich mir das denke, sollten wir schwarze Perlen auf gar keinen Fall verkaufen. Wie gesagt, ich will Nekromant werden. Und ich glaube, der Nekromant brauchte ja die schwarzen Perlen selber. Und schwarze Perlen waren ja arschselten. Ja, und es wäre halt richtig dumm, die zu verkaufen. Der freut sich ein Ast und ich heul hinterher. So, ihm können wir die Kohle geben. Hey. Die haben wir ja schon, ne? Hier. Let's go. Ich bring dir deine Kohle. Gut. Gib sie mir. Meine Vorräte sind schon fast alle. Klar, wir nehmen. Wie sieht es mit meiner Zustimmung aus? Mach dir keine Sorgen. Ich halte mein Wort. Danke. Falls mich jemand nach dir fragen sollte, werde ich nur das Beste sagen. Oh, wunderschön. So, Chatty-Chat, ich brauche mal eure Hilfe einmal mehr. Und zwar, pass mal auf, wie sieht das aus? Schloss knacken? Also ich werde ja Magier und wir wissen, Magier erhalten in Returning, das finden wir ganz am Anfang in der Hilfe schon, lernen ja auf magischem Weg Schlösser zu knacken, ja? Ab welchem Kreis ist das denn? Ist das immer noch Kreis 2, 3 oder aufwärts? Oder ist es mittlerweile schon in Kreis 1 drin? Weil wenn es in Kreis 1 drin ist, lerne ich, glaube ich, keine Truhen zu knacken. Wenn es erst in Kreis 2 ist, lernen wir, glaube ich, Truhen knacken. Also, helf mir mal bitte, ja? Was weißt du über die Diebe? Nichts. Nichts. Aber alle Bürger haben Angst und sind misstrauisch geworden. Ne? Vor allem Fremden gegenüber. Lass dich nicht in fremden Häusern erwischen. Darauf ist keiner gut zu sprechen. Ja, vor Dieben muss man sich schützen. Am besten mit einem dicken Knüppel. Am besten mit einem dicken Knüppel. Ja, der hat sich bei Koch in der Waffenkammer bedient. Weißt du auch nicht? Ja, Leute, wir haben doch einen Haufen Returning Bros gerade drinne. Kevin, Baal und wie sie alle heißen. Erzählt mal, Leute. Helft mir mal bitte. Ja, notfalls lernen wir es. Warte mal, wie teuer wäre denn das? Weil wir dürfen nicht vergessen, wir spielen mit SNC. Das heißt, wir kriegen nur 5 Lernpunkte pro Level. Und damit sollten wir uns Lernpunkte immer aufheben. Gerade als Magier brauchen wir unfassbar viele. Ja, also deswegen... Hey, du. Warte mal. Kannst du mir beibringen, wie man Truhen knackt? Sieh ich aus wie ein Schmied oder ein Dieb. Das ist nicht gerade meine Spezialität. Ist ja egal. Warum willst du das überhaupt können? Du siehst nicht aus wie ein Dieb. Ich bin kein Dieb. Als ich die Umgebung erkundet habe, habe ich mehrere verlassene Truhen entdeckt. Sie waren alle verschlossen. So? Dein Eigentümer? Kein Eigentümer. Kannst du mir nicht beibringen, wie ich solche Schlösser knacken kann? Natürlich kann ich das. Die meisten Schlösser sind nicht wirklich kompliziert. Wenn du weißt, wo du treffen musst, reicht meist schon ein Schlag. Natürlich nicht für alle. Manche Truhen sind jedoch sehr robust gebaut. Ohne den richtigen Schlüssel kannst du sie nicht öffnen. Wirst du es mir beibringen? Wieso nicht? Es ist unwahrscheinlich, dass du unbemerkt nachts Truhen in der Nachbarschaft öffnest. Schließlich würde dich jeder hören. Aber du wirst mich bezahlen müssen. 500 Goldmünzen. Was? Nani? Wie viel? 500 Münzen und nicht weniger. Ui. So, das war der Stärkeweg, by the way. Also jemand, der auf Stärke geht, kann halt Truhen aufknacken. Also einfach mit der Waffe rein und durchdrehen. Aber wie er schon sagt, das ist relativ laut. Also damit irgendwie sneaky sneak, das funktioniert nicht, ne? Und 500 Gold, also diese Fähigkeit muss man mittlerweile... Diese Fähigkeit muss man mittlerweile auch lernen, wie es aussieht. Die hat man ja früher als Stärkecharakter so bekommen. Verwandlung Snapper liegt hier rum. Lederbeutel. Alter, Leute, wir müssen nachts unbedingt hier rein. In Verwandlung Snapper. Wisst ihr, wie wertvoll das am Anfang ist?
Und die ganzen Tränke. Haufen Wein, zwei Essenzen der... Boah, Leute, hier müssen wir nachts rein. Gerade vor 2 Minuten sage ich noch, ich bin kein Dieb. Naja, ich leihe nur ungefragt. Ich klaue nicht. Du kommst mir gerade. Hey, Fashta, guten Morgen. Ich suche noch einen Assistenten für ein magisches Experiment. Du willst doch bestimmt der Wissenschaft einen Dienst erweisen. Immer. Immer langsam. Sag mir erstmal, worum es geht. Ich habe einen neuen Zauber entwickelt. Einen Zauber des Vergessens. Ich konnte bereits einige praktische Anwendungen durchführen, aber mir fehlt die Zeit für einen abschließenden Test. Ja, da helfen wir gerne. Ja, da ist unser lieber Übersetzer da. Fashta, nochmal danke für die ganze Arbeit. Ja, merci, mein Guter. Es ist echt gut geworden. Auch die Bücher. Ich feiere die Bücher, ne? Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Ich kann dir das Brauen von Tränken beibringen. Ich kenne die Rezepte von Heilungs- und Mana-Essenzen und Geschwindigkeitstränken. Das wird interessant, was wir als Nekromant hauptsächlich brauchen. Ich denke mal Mana-Tränke, oder? Erzähl mir mehr über das Experiment und den Zauber. Der Zauber dient dazu, dass der Betroffene verschiedene Ereignisse wieder vergisst. Bisher konnte ich nur feststellen, dass er funktioniert, wenn der Betroffene verärgert ist, also wenn er gerade bestohlen oder niedergeschlagen wurde. Auch wenn er eine solche Tat nur gesehen hat, wird er sie wieder vergessen. Heißt das, ich soll irgendjemanden niederschlagen und dann verzaubern? Hier im Hafenviertel sind Schlägereien nichts Ungewöhnliches, also müsste ich mir schon woanders ein Opfer suchen. Ja, ich denke, du hast verstanden, worum es geht, aber um jemanden zu verärgern, reicht es, wenn du ihn angreifst. Du musst ihn nicht niederschlagen. Bevorzugt dafür sind Leute, die alleine sind. Wenn noch weitere Personen anwesend sind, kriegst du nur Probleme mit Lord André. Und es macht wenig Sinn, den Zauber auf jemanden zu sprechen, der dich gerade angreift. Warte auf den richtigen Augenblick. Ja, testen wir, ne? Und ich glaube, wir testen es direkt an ihm. Okay, ich teste den Zauber. Dann nimm diese Spruchrolle und such dir ein geeignetes Versuchsobjekt. Wenn du die Sache erledigt hast, komm zurück und erzähle mir, wie es gelaufen ist. Aber eigentlich, ey, jetzt mal ohne Mist, das ist eigentlich ein Mastermove 10 von 10, das auf Ignaz zu machen. Weil egal, also jetzt mal in die Realität geholt, egal ob man ihn wirklich wegprügelt oder nicht, spielt gar keine Rolle, wenn man ihn erzählt, ja, also ich hab's genutzt. Okay, cool, wie, hat's funktioniert? Ja, ich hab's auf dich angewendet. Hä, wie was, daran erinnere ich mich ja gar nicht. Also so gesehen kann er mir dann gar nichts. Speichern, vielen Dank, ja. So, wir ziehen mal die Fackel. Und da würde ich sagen, ready. Na, warte, du Mistkerl. Was? Die machen alle mit? Oh nö. Ja, dann lade ich aber. Dann zeig mir mal, was du drauf hast. Au! Scheiße! Auf! Das tat weh! Hallo? Hallo! Aua! Mein Gott, wie brutal, ne? Au! Also, weil er irgendwie nicht richtig kämpft, fällt mir das gerade echt schwer. Und dieser dämliche Schädel hinter mir macht's nicht besser. Schlag zurück! Zeig sie ihm! Dann zeig mir mal, was du drauf hast. Aua! Verdammt nochmal! Wieso kämpft der so komisch? Ja, so ist gut! Sag mal, Mo und Co. habe ich ohne einen Hit, Alrik, ohne einen Hit und Ignaz gibt mir gerade. Wieso wartet der? Hör auf zu warten, Junge! Oh, das tat weh! Machst du schon schlapp? Ja, fast, ne? Noch ein so ein Treffer und ich bin matsch. Hör nicht auf! Und ich hab halt Angst rauszugehen. Zeig's ihm! Weil ich so die Vermutung hab, dass die dann alle mitmachen. Ja, so ist gut! Los! Ja, schön. Das war's, Chat. Dann nimm mal erstmal. Da ist nichts zu holen. Er hat nix. Wieso hat er nix? Das ist ja unfair. Feinde sind in der Nähe. Oh oh. Sind Feinde in der Nähe? Oh Gott, Leute, ich glaube, wir müssen gleich nochmal laden. Aber das werden wir gleich sehen. Ja, es war ein bisschen knapp, ne? Ja, warte mal ab mit dem Speichern. Darüber reden wir noch. Warte mal mit dem Speichern ab. Warte mal. Ist ja schon gut. Ich will aber nicht mit dir reden. Ich will aber nicht mit dir reden. Gold?
Das ist schon mal meins. What? Okay, wir laden nochmal. Was? Was war das denn? Ich will aber nicht mit dir reden. Bam, schnell weg. Okay, also was haben wir gelernt? Ignaz hat einen ganz schön... Immer noch große Fresse? Naja, eigentlich gar nicht mehr so, Blackie. Also was haben wir gelernt? Der hat's ganz schön drauf, ne? Der hat's aber richtig drauf. Ja, wen hole ich denn dann? Ist das wirklich die Aufgabe, die ich für ihn erledigen muss? Naja, werden wir es sehen. Wie fasst er es einfach jüngst? Ja, unangenehm, ne? Okay, also. Früher hat man ja die Rolle auf Valentino angewendet. Aber ich glaube, das braucht man gar nicht mehr, ne? Egal. Dann heben wir die auf. Ich glaube, die Aufgabe müssen wir jetzt nicht schnell machen. Zu wen müssen wir noch? Wir müssen hinten zu dem Typen und wir müssen zu Lema. Warte mal, wie viel Rhetorik habe ich mittlerweile? Habe ich schon 10? Habe ich schon 10 Rhetorik-Chat? 11! Mal gucken, ob es noch wie früher ist, weil ab 10 Rhetorik konnte man sich 1000 Goldstücke leihen. Nicht nur 500, was ja das Maximum war damals, sondern wirklich 1000. Mal gucken. Daumen drücken, Chat, dass es immer noch so ist. Ich will 1000 Gold haben. Wisst ihr, wie viel das ist am Anfang? Ja, 1000 Gold halt, ne? Wie sieht's aus? Wie viel willst du? Was heißt, wie viel? Ich bin der Geldverleiher und du kommst zu mir. Was wirst du schon von mir wollen? Geld natürlich. Leih mir Geld. Klar. Wie viel willst du haben? Ich berechne 20%. 20%. 1000 Goldmünzen. 1000 Goldmünzen? Weißt du, das ist ziemlich viel Gold. Wahrscheinlich hast du nicht mal so viel. Doch, natürlich. Aber so eine hohe Summe zu verleihen ist sehr riskant. Na schön. Ich gebe dir die 1000 Goldmünzen. Danke. Aber ich bekomme sie morgen wieder. Nö. Und zwar alles. Abgemacht. Ihr. Aber verarsch mich ja nicht. Hattest du das mit der nervigen Hammerquest? Meinst du das bei Fellern zu vermöbeln, Blackie? Ja, ja, den haben wir... Warst du da nicht mehr da? Ja, den haben wir schon vermöbelt, Blackie. Der war diesmal gar nicht so schwer, muss ich sagen. Den hatte ich schwerer in Erinnerung. Irgendwie kommt es mir vor, als wäre Fellan genervt worden. Aber Fellan hat mir früher in Returning ganz schön den Arsch aufgerissen. Kann auch sein, dass ich mich nur an meinen Albtraum-Run erinnere. Aber es kann auch sein, dass das alte SNC mir da einfach hilft. Weil ich habe ja noch nie mit dem alten SNC gespielt, sondern immer mit dem neuen. Oder halt mit selber Punkte verteilen. Und da habe ich als Magier halt nie Punkte für Ausdauer ausgegeben, ja. Und dadurch, dass wir mit dem alten SNC spielen, haben wir automatisch schon 70 Punkte Ausdauer, also nicht 70 Punkte vom SNC bekommen, sondern du kriegst ja pro Ausdauerpunkt 10 Ausdauerpunkte in-game, ja? Kannst du auch den Zauber... Nee, das bringt nichts, der ist nicht sauer, Blackie. Hier im Hafenviertel gibt's nur ganz wenige, die da sauer sind, leider. Aber wir können gucken. Snipe, einen wunderschönen, grüß dich. Ach, zu Snipe müssen wir heute auch noch. Snipey, schön, dass du da bist. Hi, guten Abend. Ach nein, guten Morgen, nicht Abend. Ja, wir müssen ihnen sein Gold nie zurückgeben, Pappe. Deswegen ist das gar nicht so teuer. Die 20% sind uns egal, das zahlt Laris. Ist halt echt so. Du hast nicht zufällig Arbeit für mich, oder? Du willst für mich arbeiten? Ja. Na schön. Ich habe ein kleines Problem mit einer bestimmten Person. Okay. Was hat er gemacht? Er hat sich eine große Summe Gold von mir geliehen. Er hat mir versichert, er würde schnell wieder zu Gold kommen, da er wohl eine Menge Sumpfkraut verkaufen könne. Deswegen hat er versprochen, mir die doppelte Summe zurückzuzahlen. Aber er ist nie wieder aufgetaucht. Also finde ihn, hol mein Gold und bring es mir zurück. Wenn du kein Gold bei ihm findest, dann bring ihn um. Mach es aber unauffällig. Ich habe keine Lust, mit Leuten, die Sumpfkraut verkaufen, Ärger zu bekommen. Schließlich kann man dafür nach den Gesetzen der Stadt im Knast landen. Gut, wo finde ich den Kerl? Wenn ich das wüsste, dann wäre mein Problem schon längst behoben. Was ist schließlich deine Aufgabe? Natürlich. Natürlich. Naja, Leute, jetzt mal ehrlich, wo ist jemand, der Sumpfkraut vertickt? Ja, im Sumpflager, klar, aber darum geht's nicht. Sondern, wo findet man im originalen Gothic 2 ein Sumpfkrautpaket in der Hafenstadt? Seht ihr, das ist doch mal eine schöne Quizfrage.
Chat, wo findet man ein Sumpfkraut-Paket in der Hafenstadt, im originalen Gothic? Ganz ins, ja, wie gesagt, den Zauber speichern. Beim Testen müssen wir schauen. Jo, speichern. Merci, ihr Lieben. Danke, danke, danke. Keine Ahnung. Verstand, du alter Lügner. Also, Fabi, wie lang ist jetzt gerade deine Nase geworden? Und ich rede von der oberen, nicht von der unteren. Die interessiert mich nämlich nicht. Bei Gomez. Ja, wer kennt ihn nicht? Gomez. Nicht weit weg von der Werft? Ja, ist richtig, ist richtig. Ja, wer spielt denn so ein Zeug wie Gothic 2? Doppelte Nasenlänge wie Lysop. Ja, easy. Ach, Lysop hat doch eine kleine Nase. So, dann holen wir mal noch hier eine... Ah ja, wir können noch zwei Quests holen. Einmal hier, beim alten Kartenzeichner. Und dann in der Werft gibt's, glaube ich, auch noch eine Quest. Bin ich mir aber nicht sicher. Moin, Chef. Hallo, ich bin Brahim. Ich zeichne Karten. Hast du einen Buchständer? Hat Brahim was zum Lesen? Oh, guck mal, wie gemütlich das ist. Ja, es lohnt sich wirklich, Lynn. Also ich muss sagen, die Version ist echt gut gemacht. Und Fashta und Lynn, Fashta und Laika haben sich da wieder richtig reingehängt. Also es ist echt geil. Gönn dir, Junge. Fang doch an, mit mir zusammen jetzt. Was machst du hier? Mein Name ist Brahim. Ich zeichne und verkaufe Karten. Und so installierst du es, da hast du einen Guide. Neu bist, kannst du vielleicht eine Karte der Stadt gebrauchen. Sie ist sehr günstig. Und bis du dich eingewöhnt hast, äußerst nützlich. Also ganz einfach. Ich habe schon alles für dich vorbereitet. Alle Zelda-Teile. Boah, ich habe leider keine Switch, weil tatsächlich, ich würde gerne die letzten zwei Zelda-Teile irgendwann hier auf dem Kanal spielen, auch wenn es eigentlich gar nicht reinpasst. Mal gucken, vielleicht irgendwann. Kein, einen wunderschönen guten Morgen. Grüß dich. Tja, hoi, hi. Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Gut, dass du fragst. Ich kann immer Hilfe gebrauchen. Dann sag mal, was ist das Problem? Weißt du, vor kurzem habe ich den Auftrag bekommen, eine Karte der ganzen Insel anzufertigen. Der Käufer hat viel Gold dafür bezahlt. Fast 500 Goldmünzen. Jetzt ist es aber so, dass mir meine Tinte ausgegangen ist. Und jetzt sitze ich nur noch herum und weiß nicht weiter. Hast du schon versucht, welche zu kaufen? In diesem Teil der Stadt werden solche Waren nicht verkauft. Ins obere Viertel kann ich auch nicht gehen. Verstehe. Dann versuche ich, welche für dich aufzutreiben. Aus Neugierde, welcher Mensch hat so viel Gold für eine Karte ausgegeben? Wenn ich ehrlich bin, habe ich ihn vorher noch nie gesehen. Sein Name ist entweder Gonzales oder Gonzales. Ich erinnere mich leider nicht. Ja, wer das wohl ist? Zack. Eine Karte kaufen? Nee, definitiv nicht. Leute, wir müssen jedes Goldstück sparen, was wir haben. Wofür brauche ich eine Karte? Das denke ich mir halt immer wieder in Gothic 2. Also ich sag mal so, wenn man neu in Gothic 2 ist, klar, dann dringend zu empfehlen. Aber wenn man dann schon ein bisschen Zeit auf dem Buckel hat, wofür? Ja gut, dann wird uns nicht eingezeichnet, wo Dexter ist, aber wir wissen es ja schon. Und nicht, weil wir es wissen, sondern weil das Spiel ja uns das schon verraten hat. Der alte Chesser hat es uns ja schon verraten. Wer es ist und wo er ist. Der alte Dexter. Gibt's hier oben auf den Dächern nichts mehr? Wie jetzt? Scam. Chat, hier werden wir gescammt. Es gibt nichts mehr auf den Dächern. Aber es gab was auf den... Na, auf dem Kasernendach. Da lag einiges an Gold rum. Warum auch immer. Das wusste ich gar nicht, dass da was liegt. Naja, gut, dann halt nicht. So, oh Gott, ob ich die schaffe? Der Typ ist ja da drin. Haben wir noch Magie, ist die Frage. Ja, guck mal. Wir haben 5 Feuerbälle. Ich glaube, die werden wir auch brauchen. Vielleicht schaffe ich es ja auch so. So, wir machen mal die Statistiken an, dass wir alles sehen. Ja. Dann würde ich sagen, nochmal speichern. Sicher ist sicher. Und dann zeig mal her. Soldatenanwärter, verdächtiger Typ. Okay, wenn ich einen davon angreife, kommen beide? Ich denke. Warte, du Mistkerl. Die kommen beide. RIP. Ach du Scheiße. Ja, einen, mit einem nehme ich's auf, würde ich sagen. Mit beiden nicht. Ist er alleine? Lassen wir die Spielchen. Ah, sie sind immer noch zu zweit. RIP. Laris! Laris! Alarm! Laris! Helf mir! Laris, bitte! Schlag zu! Ja, aber Laris! Wir sind doch Freunde! Also scheinbar nicht mehr! Laris! Ach, der ist ja. Wo ist denn Laris? Ah! Nö! Oh nö! Alarm!
Ich bin doch mal weg. Ich hab noch was auf dem Herd stehen. Ach shit, wieso kommen die denn zu zweit? Also ihr seht, alleine, glaube ich sogar, hätten wir das geschafft, aber zu zweit. Boah, der war aber eine Buddel, du. Das war eine Buddel voll rum, ich sag's, wie es ist. Warte mal, wir rennen ein Stück weg. Ich will ja Magier werden, ne? Lass mir die Spielchen. Uiuiuiui. Oh, wie hart tut der mir denn weh? Wie schmerzhaft darf's sein? Spiel? Ja. So, der kriegt einen Feuerpfeil. Der kriegt noch einen Feuerpfeil und du stirbst jetzt, du Lump. Oh, Ruf von Belia. Jetzt geht's. Leute, wir haben Ruf bei Belia. Hype. Ruf bei Beli. Bei dem alten B. Ist er verbrannt? Easy. Und damit haben wir schon beide weggeräumt. Hype, hype. Ein Bierchen? Ich glaube, wir gönnen uns ein Bier. Ach komm, wir gönnen uns ein schönes, kaltes Bier. Wo ist es denn? Guck mal, 5 Stück haben wir. Ja, speichern uns. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Oi. Ja, aber im Nahkampf hätte ich die nie gemacht. Jetzt mal ehrlich. Ach, guck mal, wir haben jetzt die Laterne. Stimmt. Returning hat ja wie so verschiedene Skyrim-Mods diese Laternen, ne? Welche Taste ist das? Nachdenken, was passiert, wenn das rauskäme? Ah, 8. Oh, guck mal, diese Laterne, cool, oder? Das sollte das normale Gothic 2 auch haben. Das ist halt sau cool. Ich liebe diese Laterne. Numpad 8. Dankeschön. Ja, gefunden. Danke, mein Guter. Belia, Strange Way of Saying Brace Kerrigan. Oh, hier ist noch ein Verkessenspell. Wieso stelle ich jetzt 10 Minuten gerade Gesundheit wieder? Egal. Ja, welcome and privet, Bench. Yeah, Kerrigan und Belia. I think Kerrigan is the wife of Belia. Maybe. It's the question, what's the child? Maybe the sleeper. The child from Belia and Kerrigan is the sleeper. That makes sense. Really? Ey Leute, das macht Sinn. Von Kerrigan aus StarCraft 2, der Königin der Zergs und Belia, das Kind der Schläfer. Das macht absolut Sinn. So, wir haben eine Inos-Statue, Quecksilber, Kohle, Gold. Oh, lecker. Hat sich gelohnt. Ist jetzt die Frage, wie teuer so ein Feuerball-Spell ist, ne? Weil davon haben wir ja doch einige verknallt. Eieiei. When you look at, they have some similar body traits. Yeah, I said. Goldener Teller, Zange, Kochlöffel, Säge. Oh, zwei. Oh, lecker. Und nochmal 250 Gold. Und Matt, der Bruder vom... Wir reden hier nicht über Matt. Wir reden hier nicht über Ziegen. Warte mal, wir reden hier nicht über Ziegen. So. Also, ich hab da so eine schöne Taste auf dem Soundboard, ne? Immer wenn ich mich aufrege, zum Beispiel so denke, dass alles nur noch irgendwelche richtig dreckigen... Dann kann ich einfach drücken und da wird's ausgepiept und wir sind schon wieder familienfreundlich. Also, meine Lieben, ihr merkt, ihr könnt auch eure Kinder mit herbringen. Ist zwar trotzdem USK 18-Kanal, aber hey. So, hab ich jetzt das Sumpfkrautpaket? Darauf habe ich gar nicht geachtet. Rotz. Ja, da ist es. Ja, dann gehen wir mal zu Lema. Das heißt, wir haben jetzt für Lema den Typen schon mal getötet? Ja, ich bin mich ein fleißiger Junge. Für dich immer noch Schaf. Ja, Entschuldigung, Schaf, nicht Ziegen. Ja, tut mir leid. Deswegen hasse ich Matt halt wie die Pest. Weil ganz ehrlich, der vergeht sich an Tiere. Das ist... Es gibt nur noch eine Sache, die noch schlimmer ist und über die reden wir jetzt gar nicht. Deswegen, also ich glaube, ganz ehrlich, so viele in der Barriere sind halt reingekommen, weil Schulden oder sonst was, aber Matt hat halt mit Tieren rumgemacht. Dass der ausgeschlossen wird, ist gut so. Und es ist klar, dass der im alten Lager landet. Ja, im neuen Lager würden wir den nicht nehmen und im Sumpflager erst recht nicht. So. Ich denke, ich habe deinen Schuldner gefunden. Gut. Wo ist mein Gold? In meiner Tasche. Er hat es nicht bei sich. Aber dafür ein Sumpfkrautpaket. Und was hast du gemacht? Ich habe ihn kalt gemacht, so wie du es wolltest. Gut. Du hast meinen Auftrag damit erfüllt. Erhalte das Kraut als Belohnung. Jetzt verschwinde. Ich habe andere wichtigere Sachen zu erledigen. Okay, danke. Ich dachte, ich krieg jetzt was von dir. Behalte das Paket Kraut als Belohnung. Ja, danke.
Leute, Applaus für Lema für diese wunderbare Bezahlung. Also für keine. So, warte mal. Handelt der nicht mit einem? Wirfst du dein Geld immer den Leuten hinterher? Mach dir mal keine Sorgen. Du kommst wieder. Sonst werde ich dich finden und töten. So einfach ist das. Du hast eine so markante Visage, da werde ich nicht lange brauchen, bis ich dich gefunden habe. Danke. Also, lass dir nicht einfallen, mich zu verarschen. Ach, Lema. Okay, ich hätte jetzt echt gedacht, dass man mit dem traden kann, aber scheinbar... Kann sein, dass es erst später ist. Verratet's mir bitte auch noch nicht, ich will's noch nicht wissen. Oh, was hat denn der für eine Waffe auf dem Rücken? Ey, ich will deine Waffe sehen. Zeig mir mal deine Waffe. Hat der einen riesigen... Alter, der hat einen riesigen Hammer auf dem Rücken. Das ist ein Zwerg. Oh, bei Lema müssen wir einsteigen. Seht ihr das? Bei Lema müssen... Wir müssen unbedingt nachts eine Tour durchs Hafenviertel machen. Das lohnt sich echt. So. Ja, die Tinte sollen wir besorgen. Hat die noch eine Aufgabe für uns? Speichern, danke. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch zu Galahad, oder? Du siehst recht mitgenommen aus. Danke. Lange nicht geschlafen, wie? Zu lange, würde ich sagen. Komm ruhig näher. Bei mir wirst du finden, was du suchst. Okay. Nee, hat leider nichts. Zack. Weintrauben waren, glaube ich, auch wichtig. Aber das sind alles solche Sachen, die kaufen wir jetzt noch nicht. Wir sparen derzeit wirklich jeden Cent, der irgendwo anfällt, ne? Jedes Goldstück, was irgendwo rumliegt, wird gespart. Ich bin jetzt geizig. Ich kaufe nix. außer vielleicht mal, ich weiß nicht, so ein kurzer Abstecher in die rote Laterne. So die ersten Goldbrocken wegknallen. genau. Wir wollten noch zu Galahad. Und dann haben wir es, glaube ich. Dann. Ach nee, die Werft. Die Werft fehlt. Die Werft fehlt. Och, geh fast da. Aber rote Laterne. Wofür braucht man bei Returning so viel Gold? Weil alles Gold kostet. Weil du erstens als Magier versuchst, alle Bücher zu kaufen, Snipe, und die sind arschteuer. Zweitens, das Lernen kostet halt überall Gold. Also im normalen Gothic 2 kostet ja Lernen nur Lernpunkte, das war's. In Returning kostet es auch noch Gold und das gar nicht mal so wenig. Also sagen wir mal so, 20.000 Gold sind in Returning... Weg ist es. Also das geht schneller, als du gucken kannst. Deswegen eine gute Einnahmequelle, wie einfach irgendwelche armen Leute verprügeln, ist immer gut. Was? Schlimmer als Gothic 3. Viel schlimmer. In Gothic 3 bist du kürzeste Zeit reich. Was machst du hier? Ich baue hier ein Schiff, denn ich will hier weg. Und zwar so schnell, wie es nur geht. Aber so, wie es momentan aussieht, wird das Schiff niemals fertig. Nee, ist ja nicht schlimm. Warum hast du es so eilig? Bald werden die Orks kommen und die Stadt niederbrennen. Richtig Optimist. Wie kommst du darauf? Junge, hast du schon die Paladine bemerkt, die überall rumlaufen? Was glaubst du, warum die hier sind? Ich sage dir, die sind hier, weil die Orks bald angreifen. Und das wird nicht schön. Kann ich dir helfen? Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, das kannst du. Finde heraus, was die Paladine vorhaben. Ich will wissen, warum sie hier sind. Und ich muss wissen, ob die Orks bald angreifen werden und wie weit sie von der Stadt entfernt sind. Es wurde nämlich schon einer von den Bastarden vor der Stadt gesehen. Bringe mir einfach alle Informationen, die einfach. Du kriegen kannst. Ich muss wissen, wie viel Zeit mir noch bleibt, um das Boot fertig zu kriegen. Alles gut, ich bring dir einfach alle Informationen. Gar kein Problem. Warum wird dein Schiff nicht fertig? Ach, wir haben 1000 Probleme. Der Rumpf ist noch nicht stabil und es fehlen noch viele Bretter. Aber ich habe kaum noch Gold, um neues Material zu kaufen. Und in der letzten Lieferung hatten sich Wanzen eingeschlichen. Meine Jungs arbeiten nicht produktiv. Der eine will vor allem ein schnelles Schiff, der andere macht sich Gedanken um eine Galionsfigur, als ob wir nichts Wichtigeres zu tun hätten. Des Weiteren kommt einer meiner Leute einfach nicht mehr zur Arbeit. Ich kriege langsam Angst, dass der Bau sich deswegen noch weiter verzögert. Was ist das eigentlich für eine unheimliche Musik? Das musst du doch wissen. Das Einzige, was ich anders an Musik drauf gemacht habe, ist deine Gothic 3 Dinger. Und das ist das Einzige, was ich anders habe. Also, ne? Dir fehlt ein Arbeiter? Dir fehlt ein Arbeiter? Ja, sein Name ist Monty.
Der Kerl hat sich einfach in Luft aufgelöst. Das faule Schwein macht sich scheinbar irgendwo bei den Bauern ein schönes Leben. Ich hätte ihn eben nicht im Voraus bezahlen sollen. Ja. Es sind noch mehr Leute verschwunden, habe ich mir sagen lassen. Na, das sag ich doch. Da geht's schon los mit dem Übel. Der Fischer Farim hat mir auch schon sowas erzählt. Sein Kumpel William ist nicht mehr da. Da stecken doch bestimmt die Orks dahinter. Immer. Hey, Shio, einen wunderschönen guten Morgen. Grüß dich, hi. Dein wöchentliches Cholesterin ist fertig. Butter auf... Was? Brot auf Butterbasis mit Butter besprechen und darauf Rührei in Butter gebraten. Gut, bei mir gab's gestern Abend lecker Antipasti bei meinen Schwiegers. Oh, wie machen wir... Weißt du, mein Mädel so gestern Abend, sollen wir noch, bevor wir zu mir gehen, schnell bei meinen Eltern vorbei, ich brauch noch 2, 3 Sachen. So, gut, okay, kannst du auch mitbringen? Nee, machen wir kurz da vorbei, ja. Und dann so, naja, kommst du direkt zu ihnen, wir essen noch da. Okay, ja, klar, können wir machen. Und meine Schwieger waren so, ja, wir haben aber gerade nicht so viel da. Weil, wisst ihr, was bei der bedeutet, nicht viel da? Kompletter Tisch war voll mit irgendwelchen selbstgemachten Sachen. Ja, wir haben nicht so viel da. Denke ich mir so, also was du jetzt hier alles stehen hast, das würde ich machen, wenn, keine Ahnung, der Papst zu Besuch kommt, so in der Art. Nee, wobei, den würde ich aus der Tür raustreten. Aber ihr wisst, was ich meine. Die Frau, absolut genial. Also, meine Schwiegermama, richtig liebe Frau. Richtig, richtig liebe Frau. Habe ich richtig Glück gehabt. So, können wir helfen? Kann ich dir beim Bau deines Schiffes helfen? Klar, ich bräuchte ein neues Werkzeug. Okay. 2 Hämmer und eine neue Säge wäre nicht schlecht. Hab ich, glaube ich. Außerdem haben wir alles Pech verbraucht, was wir brauchen, um die Nähte des Schiffs zu schmieren. Wenn du mir das alles bringen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Gut, ich werde danach suchen. Ah, doch, hab ich alles. Ich hab das Pech... Oh, Gott sei Dank, ich dachte, ich hab das ganze Pech für Fackeln verwendet. Hier ist alles, was du wolltest. Danke dir. Yes. Jetzt werden wir schneller arbeiten können. Hier, nimm dieses Gold als Belohnung. Oh. Du hast es dir verdient. Danke. In Ordnung, danke. Jetzt kann ich mir gemütlich eine Pfeife stopfen. Oh, ein Pfeifchen. Nein, Cedric, du bist stolz rauchfrei seit fast 2 Jahren. Anderthalbes Jahr. Wait, das stimmt nicht ganz. Ich habe letztens, war ich mit meinem Bruder unterwegs und wir haben früher als junge Männer, als wir ein bisschen jünger waren, also so vor 15, 20 Jahren, uns regelmäßig ein Bierchen mal gegönnt, Wochenends wissen, und dazu ein Zigarillo geraucht. Ja, war halt beides Raucher gewesen, aber halt dann so ein schönes Zigarillo, also ein richtiges jetzt hier, nicht so Pappding aus dem Supermarkt. Und dann war halt letztens Stadtfest und haben wir gesagt, hey, lass das doch nochmal machen, auch wenn ich nicht mehr rauche, aber ne, Zigarillos rauchst du ja eh nicht auf Lunge, sondern die puffst du, genau wie eine Pfeife. Ich fand's so widerlich, so übel, und deswegen habe ich dann direkt gesagt, nee, rauch du alleine. Ich habe einen Zug genommen und dachte, mal wieder ein Zigarillo, das hat mir früher so richtig gut geschmeckt. Einmal dran gezogen und so gedacht, und da habe ich gemerkt, wait, ich bin wirklich nicht Raucher geworden. Und das ist aber eigentlich ziemlich geil, weil wenn ich überlege, wie lange ich dran gehangen habe, dass ich das schaffe. Also wer es auch versucht, Leute, bleibt einfach dran, irgendwann klappt das schon. Bloß mein Tipp ist Miracle Whip. Nee, mein Tipp ist einfach von jetzt auf gleich. Nichts vorbereiten, nicht ich rauche die noch fertig, sondern nehmt eure Kippen, schmeißt den Mülleimer und los geht's. Alles andere funktioniert bei den meisten, zumindest bei mir auch, überhaupt nicht. Ich hatte es auch ein paar Mal probiert und habe mich vorbereitet, irgendwelche Pflaster gekauft und ich rauche noch die Schachtel fertig. Das ist jetzt die letzte, das ist jetzt die allerletzte und das ist jetzt die oberletzteste, ne, so eine Art. Und das hat halt nie geklappt. Und dann, wie hat es bei mir geklappt? Ich habe einfach gesagt, ich habe jetzt reicht's, habe sie weggeschmissen und das war's. Und seitdem rauche ich nicht mehr. So, gehen wir erstmal pennen. Nee, nix pennen, wir wollen doch klauen. Stopp, Leute, ist es eigentlich saugeil, dass es jetzt dunkel ist? Ein Hype auf die Dunkelheit, denn wir starten jetzt eine kleine Diebestour. Denn ich will die Tinte haben und ich weiß, dass, das haben wir ja schon gesehen, dass Zuris im Angebot Tinte hatte. So, das heißt, ich könnte die entweder bei Zuris kaufen oder ich bin intelligent und klaue sie. Weil der hat doch bestimmt hier drin auch Tinte. Die Frage ist, wann gehen die alle? Gut, die Wache könnten wir theoretisch einschläfern. Warte mal, habe ich einen Schlafspell? Haben wir Schlafspells, ist die Frage. 2 Stück. Ist cool. Einen will ich immer aufheben. Du weißt nie in Returning, wo du was brauchst.
Aber dann lasst uns jetzt mal noch 2 Stunden schlafen. Ja, Ignaz wollen wir auch noch beklauen. Aber der Diebesgang, sag ich mal, im Hafenviertel, der kann Zeit. Also da kann ich mir eigentlich Zeit lassen. Ach, Faschta, vielleicht weißt du das. Weil irgendwie im Chat wusste es keiner. Vielleicht ist jetzt jemand da, der es weiß. In welchen Kreis lernen wir Schlossknacken? Also als Magier. Weil danach richtet sich so ein bisschen, ob ich Schlossknacken lernen werde oder nicht. So, wir schlafen bis 1 Uhr nachts, das sollten alle pennen. Vielen Dank, Koch, ja. Kreis 2 ist das erst. Wie viel Mana brauche ich in der alten SNC für Kreis 2? Ah, das ist halt jetzt wirklich die große Frage dahinter. Ja? Also wir werden ja alle Aufnahmen, oder was heißt alle? Wir werden sehr viel in Kapitel 1 machen. 200 oder 250. Aber da sollte ich schon mit Lernpunkten nachhelfen, ne? Weil das wirklich übers SNC zu machen, wird, glaube ich, schwierig. Sollte sogar in der Stadt, in der Spielhilfe stehen. Echt jetzt? Ist das so? Danke. Unter welchen Bedingungen kann ich den nächsten Kreis der Magie lernen? Altes SNC sind 100. Zweites Kapitel oder 200 Mana. Warte mal, verstehe ich das richtig? Im alten SNC... verstehe. Und dann lerne ich im alten SNCs automatisch, oder? Nee. Ja, genau. Bald, das machst du richtig. Nicht spoilern. Devil, guten Morgen. Hi. Grüß dich. Freu mich. Geht auch übers SNC. Devil, nicht verpassen. Morgen oder übermorgen gibt es eine wichtige Abstimmung über das Mittwochspiel. Entweder Warhammer oder Diablo 4. Am Dienstag spielen wir. Ich hoffe, du bist da. Dienstagabend im Discord. Diablo 4. Geht auch übers SNC. Ja, gut, das ist klar. Steht ja dabei. Wir spielen ja übers Alte. Ja, im Discord. Aber er ist jetzt noch nicht da. Weil ich habe die Woche keine Mods da, leider. Außer Xin hat ein bisschen Zeit. Warte mal, Intelligenzbonus auf Runen funktioniert nur, wenn der Magier eine Robe trägt. Andernfalls wird der Schaden der Rune deutlich schwächer ausfallen. Aha. Abends, so ab 8. Denke ich, Devil. Ab 8. Okay, wie kann ich meine Anzahl meiner Tote auf 0 zurücksetzen? Warum sollte man das tun? Mhm. Okay, also 100 Mana. So, aber... Töte niemanden einfach grundlos, als ob ich das tun würde, Kappa. Shot. Ah, hier, guck mal. Magisches Schlösserknacken. Eine Rune, die Schlösser öffnet, erlernt von Galahad, wenn du das Erlernen von Magie für seine Aufgabe als Belohnung wählst. Will ich so oder so. Die Rune ist nur für die Ausbildung bei magischen Gilden verfügbar oder wenn der Held über 350 Mana oder mehr verfügt. Ja, das ist ja kein Problem. Ja, dann kommst du eine Stunde später dazu, Devil, oder? Kommst du einfach eine Stunde später dazu. Da fangen wir alle, also jeder, der die neue Version, also diese Vorabversion nicht hat, fängt dann wahrscheinlich mit mir an, hoffe ich. Ja, der Abend wird länger gehen, meine Gute. Ist ja kein offizieller. Gut, soll heißen, das Ziel ist klar, wir brauchen Mana. Was meint ihr, würdet ihr mir empfehlen, dann als Magier für einen Anfang Truhe knacken zu lernen oder eher nicht? Ich meine, wir haben ja schon 2 Schlossöffnen-Spells, die brauchen wir auch für Quests, aber ich glaube fast, dann lerne ich Schlösser knacken nicht. Weil ganz ehrlich, ja gut, zweiter Kreis ist schon relativ nicht spät, aber da müssen wir einiges stehen lassen, aber was soll's, ne? Ich glaube, da war die Tinte irgendwo. Speichern. Im Speichern... Oh, da war die Tinte. Im Speichern kann ich nicht... Ne, warte mal. Im Sneak kann ich nicht mit Rechtsklick klauen? Was? Wieso nicht? Ja, es macht ja Sinn, um Himmels Willen, ne? Ich kann nicht mal mich an Schränken bedienen. Ich würde ja gerne die Truhe ausräumen. Was für ein Spanner. Der Typ, der totale Spanner.
Weißt du, anstatt dass er Alarm schlägt, was passiert denn hier? Aha. Oh. Ja, ich seh dich. Geil, oder? Das Lernen ist ziemlich wurscht, weil der Zauber genauso viel LP kostet wie der Skill. Einfach warten. Dann kannst du den Zauber lernen und gut. Ja, denke ich mir nämlich auch. So, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt noch bei Lema klauen, weil da müssen wir später auf jeden Fall auch für Galahad hin. Und da können wir gerade ein Schlossknacksbell mal ausgeben. Triff nicht die falsche Entscheidung. Bei mir ist dein Gold richtig. So sieht's aus, Odin. Einen wunderschönen guten Morgen, grüß dich.